Wie versprochen, letzte Woche gibt es heute eine Geschichte. Ich habe leider gar nicht so viel Zeit und möchte trotzdem den Moment nutzen und mein Versprechen einlösen, denn hinter den Kulissen ist gerade so viel in Bewegung. Allerdings braucht es noch etwas, bis es fertig ist. Es ist so ein bisschen wie mit den Schafen zu Imbolc. Man sieht, dass die schon schwanger sind, aber die kleinen Schafe, die Lämmer sind noch nicht da. Und damit dauert es noch ein bisschen. Und die Geschichte zum Mythical Moon Day, um die es heute gehen soll, ist, weil sich viele gewünscht haben, Schneeweißchen und Rosenrot. Und wenn du dich erinnerst, vielleicht ist es so, dass Schneeweißchen und Rosenrot mit ihrer Mutter im Wald wohnen und vor dem Haus ein roter Busch steht, Dornbusch, und ein weißer Dornbusch. Und ursprünglich waren das keine Rosen, wie wir sie kennen, sondern es war der Weißdorn, der übrigens auch in anderen Märchen zu finden ist und der sozusagen die Pflanze der des jungfräulichen Aspekts der Göttin ist, und der Rote, der dann für die Mutterschaft steht. Und sie waren ja Schwestern, das heißt, sie waren beide Teil von einem, und es ist die Schwesterlichkeit, die da deutlich wird. Und hallo ihr Lieben. Und so begab es sich, dass die beiden durch die Wälder streiften und ganz zu Hause waren in der Natur und im Wald und ganz verbunden waren und alles war wunderbar, bis eines Winternachts ein Bär an die Tür klopfte und um Unterschlupf gebeten hat. Und interessanterweise ist die Mutter der beiden diejenigen, die die Dunkelheit repräsentiert, also das Schwarz. Dann haben wir wieder diese drei Farben der Göttin, das Schwarz für die Winterszeit, das Weiß für die Jungfräulichkeit, Maiden, und das Rot für die fruchtbare Frau. Und der Winter ist sozusagen wie Frau Holle, hat er sich in die Höhle zurückgezogen, hat er sich also ins Erdreich zurückgezogen, hat er sich zu der Mutter von Schneeweißchen und Rosenrot zurückgezogen und hat dort den Winter über verbracht. Also alle waren sozusagen gemeinsam in dieser Höhle. Und am Anfang waren die Mädchen sehr scheu und wussten nicht so genau und haben sich dann nach und nach aber mit den Bären angefreundet. Und das Interessante ist ja auch, dass in den alten Sagen zu Imbolc der Bär aus der Höhle kommt und schaut, wie das Wetter ist und ob sozusagen er steht symbolisch auch für die Sonne, die wieder geboren wird, für die Sonne, die wieder aus der Dunkelheit zurückkehrt, denn darum geht es ja auch bei Imbolc. Und so begibt es sich eines Tages, dass der Bär sagt, es ist jetzt Zeit zu gehen. Ne? Draußen wird es wieder ein bisschen wärmer, der Schnee fällt langsam an zu schmelzen. Und auch in dem ursprünglichen Märchen ist es so, dass der Bär dann aus der Tür rausgeht und gleichzeitig, während das passiert, ratscht er sich sein Fell auf, und Schneeweißchen sieht unter dem Bärenfell das Gold glänzen. Und das Gold steht natürlich auch für die Sonne. Wie es dann weitergeht, da gibt es dann der Bär verschwindet im Wald. Und dann gibt es die Situation, dass Schneeweißchen und Rosenrot wieder anfangen, durch die Wälder zu streifen. Erst sind sie sehr traurig, dass der Bär verschwunden ist. Doch dann kommen sie mit der Situation zurecht und streifen wieder durch die Wälder. Und was dann passiert, ist, dass sie eines Tages jemanden fluchen hören. Fürchterlich, fürchterlich fluchen hören. Da ist jemand, der flucht vor sich hin und sagt, es kann doch nicht sein. Und hinter einem Hügel entdecken sie einen Zwerg. Und dieser Zwerg hat sich im Holz sein Bart, eingeklemmt. Und die beiden eilen natürlich hin und wollen ihm helfen. Und er will das natürlich überhaupt nicht und ist total grantig und ärgerlich und sauer. Und nichtsdestotrotz haben die beiden ihre kleine Schere dabei und helfen dem und schneiden den Bart von dem Zwerg frei. Und so kann der Zwerg weggehen und beschimpft die beiden aber auf Böseste, was sie mit seinem wunderschönen langen Bart gemacht hätten. Der wäre jetzt ja ganz kurz. Und dann gehen die Mädchen wieder nach Hause und am nächsten Tag sind sie wieder im Wald unterwegs und an einer Lichtung, an einem Seelauf, Flusslauf, hören sie wieder diese Stimme.
Und wieder ist es der kleine Zwerg und diesmal hat er sich den Bart in der Angel verhangen. Also gehen die beiden wieder hin, wunderbar wie sie sind, und möchten dem Zwerg helfen. Und der Zwerg sagt wieder, nein, ich habe das alleine, lass mich in Ruhe, und meckert so richtig vor sich hin. Und natürlich helfen die beiden wieder, schneiden ihn ein Stückchen von seinem Bart ab. Er ist total am Meckern, bedankt sich auch nicht, verflucht die beiden und verschwindet. Und die beiden wundern sich natürlich auch schon, wer das denn wohl ist und woher das denn auch alles kommt. Und so begibt es sich am dritten Tag, wir sind wieder bei der magischen Zahl 3, dass sie auf die Felder, auf die Wiesen rausgehen und wieder hören sie diesen Zwerg. Und diesmal hat der Zwerg seinen Bart unter einem Stein eingeklemmt. Und die beiden gehen hin und wollen ihm wieder helfen. Und zwar ist es nicht nur der Stein, sondern er hat vor sich einen riesigen, ja, wie sagt man das, Sack liegen mit Edelstein. Also gehen die beiden hin und er sitzt da und zieht und zieht und zieht und versucht seinen Bart unter dem Stein wegzuziehen. Das klappt nicht und so schneiden sie ihn wieder los. Und der Zwerg flucht und verflucht die beiden und fängt an, die Steine nach ihnen zu schmeißen und nimmt seinen Sack und will damit sozusagen die beiden Mädchen verfolgen. Und sie sagen die ganze Zeit, wir haben doch nichts Böses getan, wir wollten ihnen helfen. Und er sagt, ich wollte nicht, dass ihr mir helft und ihr wisst überhaupt nicht, was ihr getan habt. Und ein typischer, klassischer, fieser Zwerg. Und während der Zwerg nun auf die beiden losgeht und die gar nicht wissen, was ihnen geschieht, pirscht aus dem Wald in einer, nicht pirscht, pest aus dem Wald in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ein Bär heran und nimmt den Zwerg am Rest seines Bartes und schlägt ihn auf den Stein und tötet ihn. Schneeweißchen und Rosenrot stehen da und sind ganz geschockt. Doch in dem Moment, wo der Zwerg stirbt, verwandelt sich der Bär und das Bärenfell fällt von ihm ab und heraus kommt ein Prinz in goldener Rüstung. Und herbei eilt natürlich ein zweiter Prinz, sein Bruder. Und die beiden erkennen den Bären, der den Winter über mit ihnen verbracht hat und sind natürlich hoch erfreut zu erfahren, dass es ein Prinz ist. Und natürlich verliebt sich Schneeweißchen in den Prinz und Rosenrot kommt mit dem Bruder zusammen. Jetzt ist die Frage, und dann heiraten sie und sind alle ganz glücklich und leben mit der Mutter zusammen. Das ist das Märchen, jetzt mal so kurz erzählt. Das Interessante daran ist, wenn wir anfangen, das aufzuschlüsseln, da wird es ja erst juicy. Und zwar, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, wir haben die Dreifaltigkeit der Göttin, die Mutter mit dem Schwarz, Schneeweiße mit dem Weiß, Rosenrot mit dem Rot. Das heißt, es ist der Lauf der Dinge ist zusammen. Genauso ist es so, dass die Sonne, also der Prinz, der das Gold, die Sonne repräsentiert, mit Schneeweißchen zusammenkommt und der andere Prinz mit Rosenrot. Passt genau in die Geschichte, die Sonne kehrt zurück, befruchtet das jungfräuliche Land, was noch unterm Schnee liegt, beziehungsweise der Schnee schmilzt. Und dann kommt die nächste Phase, in der die Göttin in diese Mutterform geht. Das heißt, sie gebiert, sie ist fruchtbar, sie ist in ihrer Kraft und sozusagen mit dem anderen Teil des Maskulinen verheiratet. Denn, wie gesagt, sie sind nicht umsonst Schwestern und es sind nicht umsonst Brüder. Sie sind sozusagen unterschiedliche Qualitäten dessen. Und das Ganze funktioniert in dem Moment, wenn wir uns auf unser Herz und unsere Intuition verlassen. Denn der Zwerg steht interessanterweise für das Ego. Der steht für das, was ich gerne den Mindfuck nenne. Der ist derjenige, der an äußeren materiellen Dingen interessiert ist. Er ist derjenige, der keine Dankbarkeit hat, der nur am Meckern ist. Und wenn man das jetzt im übertragenen Sinne sieht, dann ist es wirklich die Erinnerung daran, dass erst wenn das Ego stirbt, wir die Verbindung finden können, die wir gerne hätten. Erst wenn das Ego verschwindet, können wir diejenigen werden, die wir wirklich sind. Denn der Zwerg hat den Bären, also den Prinz, ja verflucht. Und durch diesen Fluch, was bedeutet, dieser Fluch bedeutet im Kern eigentlich,
dass unser Mind uns verflucht hat und uns zu etwas werden lassen hat, was wir nicht wirklich sind. Das heißt, wir nehmen eine andere Form an. Und erst wenn das Ego stirbt, wenn das Mind stirbt, wenn der Verstand stirbt, können wir wieder in unsere natürliche Form zurückfinden. Und das ist vor allem das Maskuline. Wenn dieses maskulin-toxische Ego verschwindet, können wir sozusagen in diese positiv-maskuline Energie wieder reingehen und bekommen dann auch die Vermählung mit der femininen Seite. Und wenn man diese kurze, klitzekleine Interpretation mal nimmt und die auf das heutige Leben überträgt, dann kannst du dich einfach auch mal fragen, an welcher Stelle meckert dein innerer Zwerg noch? Und an welcher Stelle, denn das ist das Feminine, die Göttin, die ist immer da, die hilft, die unterstützt, die befreit, die löst. An welcher Stelle erlaubst du der Göttin, dieses Mind zu befreien? Und an welcher Stelle ist es vielleicht Zeit, dass du deinen Bären aus dem Wald pirschen lässt und diesen Zwerg erschlägst? Und auch da zu gucken, welcher Teil von dir, wenn wir in die Symbolik gehen, ist zum Bären geworden? Welcher Teil von dir, dieser maskuline Teil, an welchen Teilen? Das ist sowas, wenn wir es jetzt ganz modern machen, das ist es, wenn ich länger arbeite, als ich kann, wenn ich über die Müdigkeit hinweggehe, wenn ich das nächste Ding pushe, wenn diese Hustle-Geschichten kommen, dann gehe ich ganz oft in diese toxische Geschichte. Wenn ich glaube, dass mein Glück in Edelstein und Äußerlichkeiten liegt, dann bin ich in dieser anderen Erzählweise. Nur die führt dazu, dass ich alleine bleibe, dass ich unglücklich bleibe und dass ich nicht das finde, was ich möchte. Erst wenn ich sozusagen wie dieser Bär mich befreie, dem waren Edelsteine und all die Habseligkeiten des Zwerges ziemlich egal, denn er besaß schon ein Königreich. Und das wirklich zu merken, wir besitzen schon ein Königreich. Wir besitzen dieses innere Königreich, es ist da und in diesem Königreich können wir herrschen, in diesem Königreich sind wir zu Hause. Es ist diese andere Welt, es ist diese Welt der unsichtbaren Dinge, es ist die Welt, in der wir Freundschaften pflegen, Liebe pflegen, Verbindungen pflegen, all die Dinge, die nicht greifbar sind. Und wenn wir das nicht so wertschätzen wie die Äußerlichkeiten, nach denen wir streben, nachdem das Mind strebt, der Verstand strebt, dann werden wir nicht glücklich. Denn es ist wirklich so, die Verfluchung, der Fluch des Zwerges hat dafür zugeführt, dass der Prinz zum Bären wurde, der immer natürlich noch bei Frau Holle im Winter Unterschlupf gesucht hat. Doch sie haben ihn nicht erkannt. Das Feminine hat ihn nicht erkannt in seiner Form. Vielleicht die weise Alte, aber weder Schneewittchen noch Rosenrot haben ihn erkannt als den Prinzen, der er ist, sondern er hat nur, als er gestreift hat, schimmerte etwas von dem Gold durch. Es gab so eine Ahnung, dass da was anderes hintersteckt. Doch das Feminine erkennt ganz oft auch das, ich sag mal, positiv Maskuline nicht, weil es so geblendet wird von dem, was wir im Außen sehen und wir uns nicht erlauben, reinzufühlen. Und das gilt nicht nur für unsere Partnersuche im Außen, sondern das gilt vor allem auch für unser Sein im Innen, uns unsere eigene maskuline Seite anzugucken und unsere eigene feminine Seite anzugucken und zu erkennen, dass jeder und jede von uns beides in sich trägt und wie natürlich auch immer all die drei Aspekte der Göttin in uns vereinen. Es gibt immer auch wenn wir im Mondzyklus gehen, wir werden jeden Zyklus, gerade als Frau mit der Menstruation, jeden Zyklus neu geboren. Mit jeder Menstruation beginnt eine neue Geburt, beginnt ein neuer Zyklus. Und damit geht es los. Genau, der Zwerg hat die Schätze des Bären und des Königssohns gestohlen und ihn verflucht. Das heißt, da hat er ihm etwas weggenommen, was nicht seines ist. Und da sind wir wieder dabei, weil er an den Äußerlichkeiten gehangen hat. Das mal so als kleiner Impuls zum Mythical Moon Day. Ich hätte es gerne länger und tiefer gemacht. Ich freue mich trotzdem weiterhin auf eure Märchen, auf eure Geschichten, auf die Geschichten, von denen ihr noch mal ein bisschen mehr hören möchtet, von eure Lieblingsmärchen, die ihr als Kinder hattet oder die Geschichten, die ihr vielleicht gerne auch mit einer anderen Perspektive erzählt haben möchtet. Denn es ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Mythen unsere Kultur prägen und die Art und Weise, wie wir Mythen und Märchen lesen, die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, verändern kann. Heute etwas kurzer, etwas knackiger. Nächste Woche hoffentlich dann wieder etwas länger. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren Mythical Moon Day und schick mir deine Lieblingsmärchen und schick mir die Geschichten, von denen du gerne mehr wissen möchtest. Ich freue mich drauf. Alles Liebe.